Herzlich willkommen auf der Eurobike 2016 am Stand von IXS. Wir werden euch heute mal ein paar Highlights aus dem Programm fürs nächste Jahr zeigen. Eines unserer größten Highlights dieses Jahr ist Soft-Überkörperprotektoren. Wir schließen damit ans bestehende Programm Flow und Calf an. Was ja aktuell schon gibt, sind Ellenbogen- und Knieschoner. Neu dazu gekommen sind die Flow-Weste. Leichte Enduro-Weste, gerade für die ganzen Enduro-Rennen super geeignet. Schön zweiseitliche Taschen. Rückenprotektorteil ist aus unserem beliebten und allseits genutzten X-Meter-Schaum. Rausnehmbares Rückenteil. Das Besondere an unseren Oberkörperprotektoren ist der Flex-Zip. Wir kommen erst jetzt damit raus, weil es vorher noch keinen sinnvollen Reißverschluss gab. Der Reißverschluss ist halt super flexibel in beide Richtungen. Heißt, er passt sich wirklich super der Körperform an. Die zweite Jacke. Die zweite Jacke wäre die Calf-Jacke. Du hast bei der Jacke wie bei der Flow Rückenprotektor plus Schulterprotektor. Beides aus X-Meter-Material. Wie an der Brust noch unser Knockout-Schaum. Schulter und Rücken auch wieder rausnehmbar. Ist halt mehr für diese Gravity-Bikepark-lastigen Kunden. Hier auch wieder super flexibler Reißverschluss, passt sich super der Körperform an. Ganz neu bei uns im Programm der Trail XC-Helm. Gehen wir mal schnell rüber. Genau. Neuer Trail All Mountain Cross Country Helm. 7 Farben. Geht ein bisschen in Richtung dem Trailer S, den wir eh schon haben. Das gleiche Verstellsystem hinten, horizontal und vertikal verstellbar. Das ist jetzt so das Hans Ray Signature Modell. Er hat ja eh schon von uns die Flow-Linie Signature Modelle, das passt halt farblich einfach dazu. Genau, leichter Cross Country XC Helm. Die Klamottenrange haben wir auch farblich überarbeitet. Schön natürliche Farben, nicht aufwendige Farben. Letztes Jahr hatten wir nur eine reine Bikepark-Edition. Dieses Jahr haben wir die Downhill-Klamotten in zwei Segmente aufgeteilt. Wir haben zum einen das Bikepark-Kit. Einfach ein bisschen lässiger, ein bisschen mehr Loose-Fit, ein bisschen mehr in Richtung Bikepark, Protektoren drunter ziehen. Dann haben wir das Downhill-Programm erweitert mit unserer Weltcup-Edition. Alles ein bisschen tighter geschnitten, alles mehr in Richtung Race-Weltcup-Bereich. Weil wir haben so viele Weltcup-Teams und du musst einfach auch Richtung schön tighte Schnitte gehen einfach. Das Programm ist auch wieder wie letztes Jahr in drei Bereiche unterteilt. Freeride, Trail und Race einfach. Schön neue Farben dazugekommen, schön schlichte Farben, nichts Aufdringliches. Du kannst beliebig kombinieren, unser ganzes Programm miteinander. Dann werden wir mal rüber zu Spank gehen. Eines der Highlights bei Spank ist es ja das Spoon-Pedal. Erhältlich in drei verschiedenen Größen. Deckt also von richtig kleinen Füßen, praktisch Unterschuhgröße 39 bis hoch Überschuhgröße 46, alle Schuhgrößen und Fußgrößen ab. 4 verschiedene Farben. Was wir das hier anbieten, sind extra breite Felgen von der Uzi-Serie. Gehen wir mal schnell rüber. Da bieten wir die drei Modelle 395, 345 und 295 an. Also schön breite Felgen mit 35er Innenmaß, 30er Innenmaß und 24,5 Meter Innenmaß. Alle drei Laufräder wird es auch mit Boost 148 geben. Neu ist auch, dass wir jetzt mehr auf diese Matt-Töne setzen.
Natürlich nicht mehr polierte Vorbauten, polierte Sachen, sehr viel mit Matttönen arbeiten. Das waren die Highlights von der Eurobike 2016 von Spank und IXS. Und kommt einfach vorbei bei uns. Wir zeigen euch noch alles. Viel Spaß noch.